Frau Präsident, kommen Sie? War da einer oder habe ich mir das gerade eingebildet? Sieht sicher aus. Ausnahmsweise mal. Pelzmantel. So ein Witz. Habt ihr hier alles zerbombt oder was? Wir? Ich bin zum ersten Mal hier. Geht mir genauso. Und ich komme nie wieder, wenn ich nicht muss. Lassen Sie sich Zeit, Frau Präsident. Sie werden nur verfolgt. Gar kein Stress. Nee, beruhig dich. Beeil dich gar nicht erst. Lass dir schmecken, Dominik. Ah, jetzt darf ich. Da sind Leute. Wow. Sieht aus wie eine Art Museum. Das Museum des Wunschdenkens. Wo die Reichen mit unerfüllten Träumen gehandelt haben. Trödel doch nicht so. Frag sie ruhig mal nach der Ausstellung. Bin echt neugierig, was sie sagt. Ich trödeln? Ich? Trödel doch nicht so! Verdammt. Gibt's keinen anderen Weg? Songbird? Problem. Kriegst du die Tür auf? Moment. Ach, verdammt, das Schloss klemmt. Ihr müsst die selbst aufbekommen, wie? Krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. 3, 2, 1. Ich hab Konstitution 15. Ich kann das. Okay. Geht zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Oh, ich wollte da hin, da gab's Loot. Sieht nach einem von Hansens Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug, andere Seite des Raums. Gib mir alles. Okay, was habe ich gerade für einen Hammer bekommen? Ist jetzt nicht so schlecht. Aber gut. Ich bleib erstmal so. Ich habe das Gefühl, hier wird nicht ruhig bleiben. Ich glaube, das ist zurück gerade. Ein Haute-Couture-Kleid, zeig mal. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so Freund davon. Ich will das gar nicht. Was haben wir für Schuhe bekommen? Nee. Nee, nee. Gut. Bin fertig. Oh. Lass uns keine Zeit verschwenden. Ich glaube, das wird ziemlich ballerig, das DLC. Kann das sein? Also es ist ja jetzt schon ballerig, aber ich glaube, das wird nicht besser, weil du... Lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, jetzt beruhig dich! Ich krieg so viel Loot an Muni und so. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Nee, was denn? Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird. Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansens Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Wahrscheinlich wurdet ihr draußen gesehen. Macht euch bereit. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Vorsicht, hinterher!
Wir verhandeln nicht mit dem Feind. Wir zerstören ihn. Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Hey, jetzt warte mal. Positionen halten! Schreit so. Oh, hallo. Macht sie alle! Achtung! Scharfschütze! Fick das Arschloch! Hör auf, mein Arschloch ficken zu wollen. Boah, ich sterbe hier. Von was denn? Sieht gut aus. Ja, das ist mir auch aufgefallen, danke. Macht sie alle! Da ist irgendein... Ich weiß nicht, wo es ist. Was soll ich machen? Überall, ja. Ich hoffe, das wird ein bisschen weniger ballerig. Ich habe echt keine Lust mehr auf Ballern. Ich hoffe, das hört dann damit auf und dann haben wir Story und so. Ich weiß nicht, ob das so unpopular opinionmäßig ist, aber ich fand Cyberpunk, also ohne Ballern immer am besten. Okay, mal sehen. Kann ich das überspringen? Nee. Wie? Hörst du das? Ja, ich weiß doch. Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Ich hab gespeichert. Songbird. Hey, schlechte Neuigkeiten. Wahrscheinlich wurdet ihr draußen gesehen. Macht euch bereit. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Ihr umzingelt mich nicht! Vorsicht, Hinterhalt! Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Keine Gefangenen! Wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Werde angegriffen! Frau Präsident, könnten Sie bitte auch mal schießen? Nächste zur Schrotflinte! Umzingeln! Ah, toll! Los! Ich zieh! Scharfschütze! Ja, ich versuch's ja, aber du machst ja nix! Hier ist die Kacke am Dampfen, Songbird! Bin schon dabei. Haltet durch. Die kriegen mich nicht! Macht sie ab! Hab's fast, muss auch noch das Eis schmelzen. Super, wie? Willst du nicht in die Armee? Ich bin eine Ein-Mann-Armee, Ein-Frau-Armee, meine ich. Woher haben die solche Waffen? Boah. Schluck das! Das wird ihnen eine Lehre sein! 70%. Na los! Fick das Arschloch! 90. Macht sie alle! Oh, geschafft! Nein! Scheiße, es bewegt sich! Hallo, was tun wir hier? Umzingelt mich nicht! Und die Luft ist rein. Keine weitere. Oh Gott! Was? Was heißt, oh Gott? Die Chimera! Verliere die Kontrolle! Songbird, was ist passiert? Scheiße, was ist da los, wie? Weiß nicht, Song hat einen Anfall oder so. Ich habe kein gutes Gefühl. Soll ich schon mal schießen? Sieht nicht gut aus. Nee, finde ich auch nicht.
Scheißteil dreht durch! Fuck, Somi! Pack endlich den Maulkorb aus! Hier lang! Schnell! Hier lang! Bist du lebensmüde? Hier drüben! Was soll ich denn machen? Hätte ich da stehen bleiben sollen, oder was? Auf die Beine! Lauf! Oh, das war echt krass. Nachts nur wegen diesem Kack-Trajektory. Hier hoch, zum Aufzug, los! Ja, ja, ich versuch's. Oh, shit. Hier durch, wie? Da oben, Aufzug. Was geht hier vor sich? Ja, ja, ich drücke. Jetzt komm schon. Ich drücke. Ja, endlich. Der Aufzug kommt. Bleib so lange in Deckung. Ich auch. Verfickte Scheiße. Bin nicht so sicher, aber ich glaube, wir haben ein bisschen Pech. Wie? Du stirbst mir heute nicht. Aua! Ach, nee, wohl nicht. Okay, gut. Statt wie Rising ist hier viel wie Falling dabei. Ich hätte den Treppe genommen. Ja, sicherer, glaube ich. Hab mir eine Rippe gebrochen. Aua. Hab mir eine Rippe gebrochen. Sonst nichts? Dann jammer nicht rum. Wir müssen hier weg. Wenn ich dich nicht gerettet hätte, hätte ich mir gar nichts gebrochen. Bitch. Stirbst du Scheißding endlich mal! Ernsthaft jetzt? Der Sturz hat uns schwer beschädigt! Verschrotte das Teil endlich! Ich versuch's, aber ich krieg keine Waffe in die Hand. Schieß auf die ungeschützten Teile! Los, das ist unsere einzige Chance! Der Geschützturm ist aktiv! In Deckung! Ah! Gott verdammt nochmal! Ich ziehe gar nicht, der hat gerade geschossen. Wo ist... Schwachstelle! Ah, da. Ich brauche eine neue Deckung. Hab ich das Gefühl. Warte mal, das ist unfair. Magst du es grob? Ich zeig dir mal grob! Pass auf! Frau Präsident macht mir Angst. Frau Präsident, ich habe keine Schutzdinger mehr. Oh.
Ich geh mal da hoch, nicht wahr? Achtung, Laser! Grobe Wurst. Gibt's hier... Au! Also... Die Gelenke sind ungeschützt! Ja... Ich weiß nicht, was Gelenke Achtung, sind bei dem. Trommelfeuer! Scheißdreck! Trommelwirbel! Was sind denn die Gelenke bei dem? Was sind denn Gelenke bei einem Roboter? Ich brauche meine Schwachstellenanzeige. Komm schon, Scheißteil! Sag mal, wie viel hält der eigentlich aus? Hey, Achtung! Also wenn du die Anzeige da oben anguckst, sind wir gerade mal bei 69%. Fuck, das war's noch nicht! Ach echt? Pass auf! Tektron! Die wollen die große reparieren! Jetzt stirb endlich! Oh mein Gott! Ich dachte, die wollen reparieren und nicht mich kaputt hauen! Schieß diese fliegenden Toaster ab! Los! Wow, ich hatte einen Schuss. Das ist aber blöd jetzt mit den 85%. Das ist jetzt aber blöd. Du willst mehr? Das wird hier ein bisschen... Aua. Oh, was ist das denn? Was ist das, Loot? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nie so viel Muni in meinem Leben gesehen habe. Oh oh. Oh! Lass dich nicht treffen! Erledige es wie!
Die schreit so still. Das Ding explodiert gleich. Erledige es. Ja, ich versuch's doch. Jetzt beruhig dich. Wie? Fang! Oh, jetzt schreit das Ding nicht hoch! So. Rost in Pisse, Scheißbot! Was? Arachnophobie, neutralisiere die Sehr Chimera. Gut. So ein verficktes Scheißteil. Diese Ausdrucksweise. Zum Schutz der Nation. Schwachsinn. Das war knapp. Aber gutes Teamwork. Und Glück. Scheiß viel Glück, wie. Schnapp dir, was du brauchst, und dann weiter. Hier muss irgendwo ein Ausgang sein. Danke, Chat. Danke. Ich habe an euch gedacht, als ich das gemacht habe. Das klingt nicht nett. Nee, warte. Ich habe an YouTube-Kommentare gedacht. Nicht an alles gut, alles gut. Warte doch nicht an euch. Alles gut. Hä, ja, was denn? Ihr seid immer so empfindlich. Oh. Ihr seid echt immer empfindlich. Eieiei. Ihr müsst immer austeilen, aber nicht einstecken. Ihr müsst auch mal einstecken können. Kapazitätsbooster. Oh, da war noch eins. Okay, hier war ich. Perfekt. Ach so, oh. Gehen wir hier lang. Ja, Moment, hier ist noch mehr Loot. Hm, was ist das? Wasser? Ein Container, würde ich sagen. Nova. Hoffentlich ist das keine Sackgasse. Songbird meint, die Tunnel sollten uns bis zur Liz Crest Street führen. Schon was von ihr gehört? Nee, Totenstelle. Immer noch. Verdammt. Komm schon. Oh, fuck. Da ist eine Luke. Wir könnten springen. So. Hier kann ja jetzt aber auch nichts mehr sein, oder? Warte mal, wie. Wir müssen kurz nachdenken. Was ist los? Mir gefällt das nicht. Kannst du Sumi noch mal erreichen? Wir können hier nicht stehen bleiben. Wenn uns wer erwischt, sind wir Syntak. Stimmt. Aber Sumi kann uns aus dieser Todesfalle führen. Ruf sie an. Okay, ich versuch's mal. Wie ein Songbird? Wir machen uns langsam Sorgen. Song, bist du noch da? Keine Antwort, hm? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Johnny! Lange nicht gesehen, Johnny. Alles okay? Bei mir? Klar. Aber was ist mit Songbird los? Und? Hast du sie erreicht? Nichts. Keine Antwort. Scheiße. Was ist da passiert? Mit Sumi, meine ich. Oh! Ich habe genug Punkte. Irgendwas war seltsam. Vielleicht hat sie ein Verteidigungsprotokoll im Eis der Chimäre ausgelöst. Ein Demon freigesetzt. Vielleicht? Ja, wenn sie ein gewöhnlicher Runner wäre. Ist sie aber nicht. Ganz und gar nicht. Aber wer weiß. So ein Scheißdesaster. Naja, beim Netrunning läuft man immer Gefahr, verbrannt zu werden. Nein. Unmöglich. Sumi hatte in letzter Zeit schlechte Tage. Vorübergehende Probleme. Aber sie ist sicher auf dem Weg zum selben Ort, an den sie uns auch geschickt hat. Das wäre zumindest vernünftig. Na klar, vernünftig. Das Vögelchen wird völlig verkatert sein, falls sie auftaucht. Wieso denn falls? Weil ich eben auf demselben Trip war wie sie. Hab mich gefühlt, als wäre ich
Unter Wasser. Ich wollte auftauchen, aber dieses erdrückende, dröhnende Geräusch zog mich runter. Und als sie die Kontrolle über die Chimera verloren hat, wurde das Wasser zu kochendem Teer. Wenigstens ist es für dich vorbei. Für mich ja, aber für sie? Vielleicht war es auch eine Überlastung. Habe ich schon bei Runnern gesehen. Das ist richtig übel. Also, können wir weiter? Ich hab Johnny wieder zurück. Halt die Klappe jetzt, du blöde Kuh. Die verstehen einfach nicht, was ich mit Johnny hab, ja? Wir gehen jetzt nach Südwesten. Ich hab den Eindruck, wir laufen im Kreis. Song hat was von einem verlassenen Gebäude gesagt. Soll das so? Versteck, keine Hitzesignaturen. Halbwegs sicher. Hoffentlich stimmt das, Somi. Komm, hilf mir doch mal. Okay. Und los! Eine Weggabelung? Damit haben wir nicht gerechnet. Also, wo lang? Ich habe eine Map. Ich habe keine Map. Eine Idee? Gehen wir hier lang. Sieht gut aus. Kameras? Hier? Jensen ist. Heißt wie ein Satans Arschloch hier drin. Müssen wir schließen. Such nach 15 von 20? Oh, Leute, echt. Wir gehen hier lang. Ah, unsere Haltestelle. Hier rechts, siehst du? Hier ist unser Ausgang. Scheiße, endlich. Ach, ich werde wochenlang modrig riechen. Da war kein Loot. Da war kein Loot. Kann ich damit irgendetwas tun? Hä? Nein! Au! Geh doch nicht da rein! Mann, oh, ich komme da nicht durch, weil ich zu schwach bin. Was sieht mich? Ach, da! Bitch! Was soll denn das? Wie kommen wir denn hier raus? Oh, ich muss schon wieder pipi. Also, was mache ich, wenn ich meinen Controller in die Hand? Okay. Beseitige den Dampf. Wie denn? Komme ich da irgendwie hoch? Ich kann den Dampf aber nicht beseitigen. Ich hab Kaktussaft. Können wir denn... Wie kann ich denn den Kackdampf... Ah, da kamen wir her, ne? Hier kann ich den nicht ausmachen. Wie kriege ich den Dampf weg? Ne, da kamen wir her. Ich bin verwirrt. Warte, aber dann kamen wir da ja gar nicht her. Dann ist das ja jemand, der genauso gestrandet ist wie wir. Okay, wartet. Ja, ich habe Raytracing an. Schlafguckst du, Gorax, und hallo, Jens. Oh Gott, Hilfe! RTX ist on. Siehst du was? Nein, hier geht's nicht durch. Zeitverschwendung. Diese ganzen Tunnel wurden nie fertiggestellt. Was ist das? Boah, das ist so dunkel, ne? So dunkel. Hilfe. Doppeltür.
Ich kann halt mit nichts interagieren. Die Tür will nicht aufgemacht werden. Auch nicht mit Technik. Oh. Mann, das ist so doof. Ich sehe nichts. Hätte ich hier nicht runtergesollt? Oh, was hier? Räume mir den Weg frei. Was ist das denn? Okay. Wie räume ich denn den Weg frei? Muss ich einfach explodieren lassen? Ey, warte mal, ich räume mal kurz den Weg frei, ja? Ich glaube, das hat den Weg nicht freigeräumt. Kabelstapler, okay. Wenn halt das nicht so dunkel wäre, ne? Oh, Blut. Doch nicht. Hä? Ich komm dann. Wie. Hä? Ich. Es leuchtet rot. Das ist für mich nicht bedienbar. Upsi. Ja, nee, habe ich versucht, Lurker. Es war einfach nur so ein Knopf. Weit, so gut. Wir müssen hier raus und zwar schnell. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, aber das ist so altbacken, das macht man nicht. Okay. Elizabeth Crest Street. Bullheaded Betty, so wurde sie genannt. 9-mal wiedergewählt. Unglaublich, oder? Die hatte ihren Arsch an den Stuhl geschweißt, glaube ich. Witzig, dass man ausgerechnet in Night City eine Straße nach ihr benannt hat. Ist da jemand etwa neidisch? Bitte. Wieso neidisch? Du klingst neidisch. Ich hab, das war aber bei Cyberpunk generell schon immer das Problem. Da stand optional Dampf wegmachen, aber das Gebiet ist markiert. Das heißt, für mich, oh, da wird es eine Option, also ein anderes, also einen anderen Weg geben. Und dann immer dieses, okay, nein, auf der ganz anderen Seite, ganz weit weg, kann es auch noch die andere Option geben. Das ist ganz schwierig für mich, aber es ist noch ein bisschen drin. Von damals. Deswegen habe ich mich getraut, jetzt wegzulaufen. Hallo, machst du mal bitte auf? Achso, ich muss nicht alles hacken. Alles gut. Es gibt auch einfach, also eine Tür kann man auch einfach aufmachen, ohne sie zu hacken. Das geht. Oh. E9, 1CBD, E9. Ich habe kein E9. E9, 1CBD, E9. E9, 1C, BD, E9. Cool. Was? Okay. Hier? Nö. Gibt's hier noch Loot? 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 Oh. Oh, da war der. Ah, da wären wir. Ah, okay. Ich glaube, mir war heiß. Oh, da unten. Süßer als Rache. Okay, zeig. Zeig süßer als Rache. Oh mein Gott, ja! Ja. Jetzt wissen wir auch, wie das festhält. Da ist so eine, wie so eine Mini-Strumpfhosen-Dings-Schicht drüber. Das sieht man hier ganz gut. Ja.
So. Dann gehen wir mal, ne? Gibt's hier noch was? Nein? Okay. Kein Kleber. Scheinbar nicht. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich habe leichte Probleme. Ich dachte, das hätte nur aufgrund des gemeinsamen Wunsches von uns allen. Ich glaube, dann wird es nicht halten, Hanzo, ganz ehrlich. Chat ist versaut. Chat ist ein Schweinchen. Handfächer, damit hier Luft zu fächern kann, hä? Der Frau Präsident. Nicht jetzt. Wie? Was ist? Moment. Bin gleich wieder da. So. Wieder besser. Was ist los? Bist du verletzt? Ich schlaf gut, Runway-Fan. Die mit dem Dildo rumläuft. Erstens ist das ein Vibrator und zweitens, das hat nichts mit Schweinchen zu tun. Ich verprügel die Leute damit. Sollte ich beunruhigt sein? Könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Eine alte Wunde. Eine, wegen der du fast umgekippt bist. Ja, und? Ich sterbe scheiße auf die Details. Ganz ehrlich, ich sterbe. Schuld ist der Relic. Scheiß auf die Tech-Details. Songbird meinte, sie kann helfen. Ah, ein Relic. Interessant. Es war also kein Zufall, dass Somi dich kontaktiert hat. Hätte ich mir denken können. Darum geht es, Alter. Dachte mir schon, dass du nicht fürs Geld hier bist. Aha. Und wie kommst du darauf? Naja, weil du nicht sofort abgehauen bist, als uns die Scheiße bis zum Hals stand. Wo hätte ich denn hingesollt? Danke für deine ehrliche Antwort. Wenn wir überleben wollen, müssen wir zusammenhalten. Ich habe gerade gesagt, ich sterbe. Aber gut, dann überleben wir halt. Gold, Geld wollen wir auch. Ja, Frau Präsident, Sie haben genug Geld. Zeig Geld. Sag mal, wie weit geht denn das hoch? Erwartest du mehr Ärger? Heute Nacht? Ganz bestimmt. Wir sollten auf alles Mögliche vorbereitet sein. Okay. Achter Stock. Wir sind da. Oh nein. Super Ort für einen Hinterhalt. Da wird nichts passieren. Niemals. Was soll schon passieren? Sind wir da? Oh. Ich gebe dir Deckung. Das habe ich jetzt, ja, auf König drei. Der Münzen. Jetzt beruhig dich doch. Ich bin hier gerade am gucken. So, tschüss. Eins, zwei. Dieses vibrierende Hintergrund. Und stockfinster. Wo bist du, Somi? Wir sind wohl vor ihr da. Sieht so aus. Dann warten wir. Wobei ich lieber nicht im Dunkeln sitzen würde. Strom wäre nützlich. Dann könnten wir auch das Radio zum Laufen bringen. Wieso? Brauchst du deine tägliche Dosis Propaganda? Wir müssen wissen, wie die Lage aussieht. Guck dir das mal an, wie postmoderne Kunst. Eher ein selbstgebastelter Generator. Vielleicht bringen wir den zum Laufen. Aha. Scheiße. Das Teil wacht ohne Saft nicht auf. Von mir aus? Aber jetzt, wo mal niemand auf uns schießt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Du nicht? Doch, geht mir auch so. Das ist alles so verworren. Songbird, Netrunner der Oberklasse, verspricht uns ein Allheilmittel und löst sich in Luft auf. Myers, verlogene Politikerschlampe, die irgendwer aus Washington rücklings abstechen wollte. Wer und warum? Keine Ahnung.
Oh, und Kurt Hansen und sein verfickter Raketenwerfer. Echt geil. Mich juckt's irgendwie in den Eiern, als ob mir jemand was verheimlicht. Eins steht fest. An dieser Sache ist mehr dran. Wir basteln uns die Antworten schon zusammen, Stückchen für Stückchen. Eher enden wir dabei in Stückchen. Aber gut, bring erstmal den Strom zum Laufen. Der Einzige, dem ich in dieser Kackstadt vertraue, ist Johnny. Leere Batterie. Leere Batterie. Leere Batterie. Was war das? Beschädigt Drohnen. Ah, okay. Gar kein Problem. Hier war noch irgendwas. Achso, das Ding nochmal. Klar. Was ist das? Eine Schallplatte. Sehr gut. Hinter mir. Aber ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Okay. Also sieht aus wie immer, würde ich sagen. Nichts seltsam dran. Was vibriert hier? Vibrierst du? Was vibriert hier? Das ist wie mein... Es ist wie mein... Aber... Alles okay bei dir? Ja, ich kann mich alleine anziehen wie... Auch wenn ich das seit 12 Jahren nicht mehr muss. Okay, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, mein Vibrator ist da in der Cutscene hängen geblieben. Deswegen vibriert es da hinten. Johnny, ich habe eine Batterie gefunden. Rein mit dir. Schmeiß ihn an. Schmeiß dich an ihn ran? Okay. Was? Drück mir die Daumen. Dann wollen wir mal. Geile Scheiße. Wie unauffällig. Guck mal, was ich hab. Was meinst du? Im Kühlschrank ist noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Du siehst ja scheiße aus. Neuer Look? Schick. Nicht wahr? Zumindest weniger auffällig. Gönn dir eins. Bier? Ist das eine gute Idee? Heute habe ich einen Flugzeugabsturz, eine Jagd durch Dogtown und einen Killerroboter überlebt. Ja, das ist eine verdammt gute Idee. Ich traue ihn nicht, ich habe schon Gift reingedings. Wir stecken in Dogtown fest, ohne Lebenszeichen von Somi. Wir können uns nicht entspannen. Wie du willst, aber ich lasse mir das Bier nicht entgehen. Vielleicht ein kleines Geschenk von Songbird. Das ist ein netter Gedanke. Zurück nach Night City. Die Mutmaßungen über das abgestürzte Passagierflugzeug nehmen kein Ende. Vertretern der NUSA zufolge war Präsidentin Rosalind Myers bei der Katastrophe an Bord. Die Behörden der Stadt haben noch kein offizielles Statement veröffentlicht. Im Gegensatz zu einer nicht unbekannten Persönlichkeit. Kurt Hansen, der selbsternannte Anführer von Dogtown, berief heute eine Pressekonferenz ein, um sich zur Lage zu äußern. Offensichtlich wird mir das hier angehängt. Die NUSA sind seit Jahren hinter mir her. Ich bin sicher nicht perfekt. Aber ich bin noch nicht lebensmüde. Ein Mordanschlag auf die Präsidentin der NUSA, als ob. Das ist keine Kleinigkeit. Wessen Stimme ist das? Jeder Zuhörer sollte nach den wahren Beweggründen hinter diesem Spektakel in Dogtown fragen. Die NUSA würden liebend gern ihre Armee nach Dogtown schicken. Aber wird ihnen das reichen? Nein. Ihr, die Bewohner von Night City, seid als nächstes dran. Scheiße. Ich sage es euch. Scheiß drauf. Der nächste Krieg...
Dieser Neandertaler ist clever. Vielleicht zu clever. Kannst du aufhören zu vibrieren da hinten, bitte? Klassisches Ablenkungsmanöver, was Hansen da macht. Zweifel säen und den Leuten Angst machen, wenn die NUSA dich rausholen wollen. Am Ende geraten alle aneinander. Du weißt echt, wie man jemanden aufmuntert. Wenn irgendein Unbekannter einen Krieg auslösen will, wäre ein Anschlag auf mich ein super Anlass. Gute Nacht, liebe Träume, was Schönes. Lass Washington wissen, dass du noch lebst, und zwar schnell. Ah, Washington anrufen. Ohne zu wissen, ob Freund oder Feind ans Holo geht. Da kann ich mich auch draußen Hansens Scharfschützen stellen. Nein, wie? Das sind keine Optionen. Hörst du das? Schritte. Songbird? Könnte schon sein. Wer weiß. Das ist unser Glückstag, Chumba. Ein Penthouse mit geiler Aussicht. Und funktionieren im Licht? Schon irgendwie seltsam. Immer nur am Motzen, Alter. Echt. Spielverderber. Du wolltest doch leichter an die Fallschirmabwürfe. Tada! Wie? Wir müssen die ausschalten. Komm schon, Mann. Sehen wir uns mal ein bisschen um. Warte. Ich will mit denen reden. Hoffentlich weißt du, was du tust. Waffen ablegen, sofort! Was zur Hölle? Ich sag's nicht nochmal. Hey, chill mal. Komm mir nicht so nah. Okay, besser. Waffen ablegen, sofort! Was zur Hölle? Ich sag's nicht nochmal. Hey, chill mal. Wir suchen nur nach einem Ort für die Nacht. Der hier ist besetzt. Siehst du? Aha. Das hier ist also die Präsidentensuite. Scheiße. Hab von einem Kopfgeld auf Rosalind Myers gehört. Was machen wir denn jetzt? Ihr hattet eure Chance. Hättet abhauen sollen. Arrogante Arschlöcher! Ich hatte keine Wahl, wer auch immer diese Typen waren. Wie war das mit Boomerang? Also ich habe zwar das initiiert, aber klar, erzähl dir nur, dass das also unvermeidbar war. Lügst du dich immer so leicht an? Jahrelange Übung. Die Leichen. Wir sollten sie loswerden. Im Flur ist eine Müllklappe. Ich nehme den leichteren. Nein. Aber das habe ich ja jetzt schon, ne? Ja. Noch ein Problem weniger. Weiß nicht, wie es dir geht, aber mir reicht's für heute. Und für morgen auch schon. Ich brauche Schlaf. Hier? Was, wenn noch mehr kommen? Dafür haben wir den Müllschacht. Dein Ernst? Komm schon. Das waren mir genug Überraschungen. Immer noch nichts Neues von Sumi? Funkstelle. Sie ist noch nie so lange verschwunden. Irgendwie besorgniserregend. Also, was ist, wenn Songbird nicht kommt? Wir warten auf sie. Mehr können wir gerade nicht tun. Wenn sie nicht kommt, dann haben wir noch eine weitere Option. Aber das können wir morgen entscheiden. Wir sollten uns ausruhen. Das ist alles echt surreal. Was denn? Ich könnte jetzt zu Hause sein. Normalerweise würde ich die Abendberichte lesen, mit einem Wasserglas und zwei Schlaftabletten. Klingt nicht, als würdest du das vermissen. Wir sehen uns morgen, wie...